Boah, diese Musik geht mir echt teils auf den Nerv, ey. Ganz ehrlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, Quatsch, ich hab doch Milch. Wir gehen ja doch mal runter zur Katze, Benny. Hallo, Benny. Benny ist komischerweise auch die Katze. Gluck, gluck, gluck. Hey, Benny. Du bist so ein süßes, kleines Arschloch. So, da haben wir eine Puppe. Ich wollte klopfen nicht aufmachen, aber was soll's. Und da haben wir noch eine Batterie. Wir haben jetzt alle Batterien zusammen. Jetzt können wir endlich die Fernbedienung benutzen. Es ist irgendwie viel zu einfach. Ich weiß nicht warum, es ist wirklich zu einfach. Hey, liegt da nicht noch eine Zeitung? Nee. Echt, irgendwie zu einfach. So, wir setzen die Batterie. Oh, Entschuldigung! Ich hab vergessen! Wir müssen auch den Deckel öffnen! So, setzen die Batterien ein, setzen das drauf, können die Fernbedienung mitnehmen. Meine Fresse! So. Fernbedienung mit ferngesteuertem Auto. Piep! Fast geschafft! Ich muss noch rausfinden, wie ich die Kette anhake. Mit meiner Lupe. Scheiße, jetzt brauchen wir einen Haken. Haben wir nicht hier irgendwas Hakenmäßiges irgendwie? Scheiße. Ja, blöd, wir brauchen einen Haken. Ohne Haken wird er nichts. Ja, da haben wir nur das Puzzle, was wir komischerweise auch nicht weglegen, damit es kein anderer Mensch mehr findet. Der Sandmann könnte sich jetzt angucken und sich das alles angucken, was im Tagebuch steht, aber nein. Macht ja mehr Sinn, das so zu machen. Ich frage mich schon lange, warum Entdecken von nicht angezogen worden. Kann ich eine Lupe nehmen? Nein, kann ich nicht. Der ist gerade. Benny! Hey, das ist wieder mein alter Freund! Benny! Alter! Alter Fatzke, wo bist du hin, Mann? Benny! Wo bist du hin, Mann? Benny! Alter! Wo bist du? Benny! Alter, Benny ist weg! Mann! Kann ich nochmal fernsteuern? Piep, piep. Da lag was, da lag was, da lag was drin! So, ich schalte mal wieder die Webcam an. Ich habe gerade eben gar nicht bemerkt, dass ich überhaupt weg war. Achso, ah, da unten lag nichts. Das war einfach nur das Schiff. Das ist doch scheiße! Irgendwas muss ich dafür machen können. Wo ist Benny jetzt, die Potsau? Grinst er mich nur fies an, ey. Hat mir nichts dagelassen, das Arsch. Das Arschgesicht. Blöde Sackkrampe. Ja, die Tür ist von innen verschlossen. Ja, Alter, was soll ich denn machen? Benny ist abgehauen und ich kann jetzt nichts machen, oder was? Das ist doch scheiße. Alter, ernsthaft. Ich brauche einen Haken. Wo soll ich denn jetzt hier einen Haken finden? Die Lampe ist ausgebrannt und ich kann nichts dagegen machen. Ja, dann brech sie ab. Spacken. Hast du einen Haken? Och, natürlich! Nehmen wir den Regenschirm! Regenschirmgriff! Meine Fresse. So, dran. Fernbedienung. Los. Ich will jetzt nicht lesen. Meine Fresse. Blub. Und wieder geschafft. Halleluja. Die Kleine ist ganz schön am Schiff. Ich werde sie nicht stören. Ein Knopf sollte als Auge genügen. Der Hai hat etwas im Maul. Okay, dann brauchen wir den Knopf. Aber jetzt können wir wenigstens Bett. Alter, die Puppe macht mir Angst. Knopf. Ja, das macht viel Sinn, Mann. Hier ist ein Knopf. Hey, ich habe einen Knopf. Knopf, Knopf, Knopf. Ja, die Kleine ist ganz schön erschöpft. Bla, bla, bla.
Hey, das ist der Sandmann. Also kennt Laura seit ihrer Kindheit ihn. Mein Freund Benny. Und ich habe hier 10 bekommen. Halleluja. Mein Freund Benny, seht, hier steht hier geschrieben. So heißt er also. Benny. Was für eine glückliche Familie. Laura ist eine großartige Musikerin und eine tolle Künstlerin. Nein, ist sie nicht. Hey, Lampe. Meister Lampe. Eine Schublade, da haben wir einen Schlüssel drin. Eine Socke oder was auch immer. Eine Flosse. Achso, das ist die Flosse. Was macht die Flosse im Schrank? Hallo, geliebter Tim. Ich vermisse dich schrecklich. Wir haben uns 2 Jahre lang nicht gesehen und du schreibst mir so selten. Kürzlich dachte ich daran, wie wir auf dem Seeschlittschuh liefen und uns im Bootshaus aufwärmten. Erinnerst du dich? Sich! Warum steht da sich? Erinnerst du dich? Kann ich schreiben? Du hast die Steuerung mit den Knöpfen zerstört. Ich träume sehr oft von mir. In einem meiner Träume waren wir Feen und lebten in einer Feenwelt. Wir flogen einfach mehr, nur volle Freude und die Blumen und... Ich krieg das Kotzen. Mein zotteliger Freund Benny war auch dabei. Ich hab dir schon von ihm geschrieben. Der eigene zum Feenwelt war hinter einer kleinen Tür verborgen. Nur ein besonderer Schlüssel konnte sie öffnen. Du glaubst es nicht, aber... Ich möchte es nicht mehr lesen. Warum lese ich denn das? Meine Fresse. So, okay, aber da gibt's anscheinend nichts mehr. Nee, da gibt's nichts mehr. Kein Auge mehr oder so? Nur den Brief? Nur den Kackbrief? Toll, bringt mir viel. Hier liegt noch eine Schlange. Oder kann ich den jetzt einfach so hier ranpappen? Ah, okay, ich kann den einfach so hier ranpappen. Das ist auch gut. So, Hallöchen und Dankeschön für was auch. Oh, das war. Wow! Wow! Holy moly. Hier blüht auch alles. Und hier ist meine Belohnung, der Traumfänger. Ja, geil. Wieder ein Teil des Traumfängers gefunden. Den klatschen wir dann gleich mal hier irgendwo hin, wo er passt. Wo er passt. So. Ich muss niesen. Oh, Kamera kaputt geniest. das tut mir leid. Ja, ich würde dann einfach mal sagen, wir machen jetzt hier Schluss, weil ich muss auch langsam ins Bett. Morgen ist Arbeiten angesagt und ja. Bis dahin, haut drin, habt Spaß beim Spielen und bis dann, euer Headbreaker. Und lasst ein paar Kommentare da und abonniert und habt ihr nicht gesehen und teilt's in die Welt. Vielleicht wird die Community größer und so, dass wir noch mehr Spaß haben an diesem Let's Play. Bis dahin, haut drin, tschüss.